Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, der Werksteller Keller, neues Bellship, Wager, Coutinho in Form, dies, das, Lupfer, Ananas, Brötchen. Ja, meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Guter Coutinho kam raus. Ich weiß nicht, für mich ist Coutinho bei Bayern immer noch so ein Rammes. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, irgendwie passt das für mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das gut, dass der in der Bundesliga ist, aber irgendwie ist das komisch immer noch anzusehen. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Meine Gegner wissen safe. Herzlich willkommen, Tizi Schubisch. Servus, ne, ich hab's auch gesagt. Hola, mi gente. Ist wie so ein Rames. Rames Rodriguez ist selbe wie dieser Mann. Guter Spieler? Aber ich weiß nicht, das ist so komisch. Man ist bei Bayern sowas, finde ich, nicht gewohnt. Das stimmt. Aber wo ich es gerade sehe, brauchen wir nicht zwei Brausemänner auf der Bank? Doch, der bleibt stehen. Genau. Ist korrekt, der bleibt stehen. Ja, ich hab zwei drauf. Sidney Friede. Dann brauchen wir noch einen. Hast du den Ding? Boah, Friede ist immer so aggressiv, Digga, ne? Friede ist immer gut, immer für eine rote gut. Ja, hab ich auch mitgekriegt. Wir nehmen hier Fraser. Würde mich hier selber eine positive Wertung freuen. Wir ballern die ganzen Leute jetzt auf die Bank. Ihr seht beide Teams, ja, auf entspannten Hasen. Und Daumen nach oben, nicht vergessen, 50.000 Likes. Ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit, ne? Morgen ist Heiligabend. Also, oder wann kommt das Video bei dir? Sonntag kommt das bei mir, weil am Heiligabend kommt noch ein Video. Bei uns kommt's Montag. Ja, bei uns kommt's Montag, deswegen. Ja. Aber dann sollen die Leute, check das auf jeden Fall ab. Geschenke wollen, mal bei dir einen Daumen nach oben da lassen. Ist so, für eben geile Geschenke. 50.000, einfach mal so ohne Sinn. Einfach ohne rein. Sinn. Einfach so. Vorweihnachtszeit, ja. 5.000, nass. Spieler sind auf der Bank, wir gehen rein. Welche Formation spielt ihr? 4-3-3. Okay, ja, ich spiele 4-3, 2-1 ist ja gleich, passt ja. Coutinho steht, linker Sturm. Tizi haben den ja schön in Rot bekommen. Hat da Gold 30 gelohnt. Bei mir lohnt sich, egal was ich hole, überhaupt nicht. Ja. Aber ist euch gegönnt, solange der jetzt wegkommt. Ja. Ey, mach kein Auge drüben, Alter. Aus dem Keller. Doch, da muss ich. Achtung, fang mal da kurz. Muss ich auch da vorne auf die Kamera ist gerade rausgefallen. Da muss ich Auge machen. Treppe hochgelaufen ist das Auge sogar. Beruhig dich mal. So, dann gib mir die ersten beiden Nummern hier. Aber vernünftige, sonst starten wir neu. So, okay. Also, du hast dann einen. Was spielst du viel? Ach, genau, ja, du spielst auch. Stürmer bei dir. Die 10? Nee, sehe ich nicht. RS hätte ich gern bei dir die 12. Bin gespannt, in welcher Aufnahme kein Innenverteidiger im Sturm steht. Ob ich die Aufnahme nochmal erleben werde. Ich bin gespannt. Also unsere belgischen Matches waren es jetzt immer Katastrophe. Sturm ist gut. So, pass auf, ihr packt den Sturm die 11. Geht klar. Fühle ich da vorne. Fühle ich auch. Und rechter Sturm die 10. Fühle ich absolut gar nicht, Digga. Fühle ich auch absolut gar nicht. Herzlichen. Ich kenne den hier nicht mal. Weiß nicht, wer das sein soll. Also, derjenige, wo bei uns im Sturm spielt, der kann das. Der kann das, aber der Rest wird. Okay, dann kommen wir bei dir zum Mittelfeld. Linker ZM hätte ich gern bei dir die 3. Ja. In die Mitte gern die 8. Und rechts ins Mittelfeld die 1. Ach Gott. Ich wollte erst die 11 nehmen, habe mich dann aber zur 1 entschieden. Ich glaube, es war besser. Das verstehe ich nicht, ja? Sieh, mach ich. Wie geht denn sowas? Ja, ich muss was machen. Ich mach jetzt wirklich was, Digga. Linker ZM die 1. Ja. Mitte die 2. Ja. Rechts die 9. Wow, Digga. Na, Moment, stopp. Es hat gehangen. Denzi, Alter. Wo soll das schon wieder so hingehen? So, okay. Alter? Ich wollte, dass es anders da ist, weißt du? Ja. So, Stein. Wolltest du Betrüger-Benzi machen, oder was? LV hätte ich gern bei dir die 9. Mhm. In die linke Innenverteidigung die 2. In die rechte Innenverteidigung die 6. Und in die rechte Verteidigung, also RV, hätte ich gern die 11. Ja. Linker Verteidiger die 12. Ach du Scheiße. Fucking shit. Rest in peace. Linker IV die 8. Das geht viel zu gut. Rechter IV die 7. Und Rechtsverteidiger die 6. Ach du Scheiße. Es darf nicht wahr sein. Hast du schon einen Torwart drin, Steini? Ich hab einen Torwart drin, aber ich kann nichts machen, ja. Also wir haben noch keinen Torwart drin. Dann hätte ich gerne bei dir die 5. Ja, ich glaube, das kann er. Das kann der Bruder. Hat er bestimmt schon mal im Training beim FC Bayern gespielt. Boah. Ihr packt die 5 ins Tor. Ja! Wichtig, Junge! Ehrenmann, Steini! Ganz wichtig. So, wie viele Gamechanger haben wir da? Wir haben 3 Gamechanger, ne? Ja, 3 Stück. Ich hab keinen. Okay, wir müssen kurz überlegen, was wir machen. Boah. Safe auf jeden Fall so. Oder? Was oder wir auf jeden Fall mal so. Denmo auf alle Fälle. Ja, so.
1000%, das wäre einer. Ich würde auch noch den hier umstellen, oder? Ja. Sind wir zwei? Ja, drei. So, einmal kurz hier die beiden Teams, damit ihr das auch seht. Ja, EA, bitte haut das wieder rein, dass man, wenn man gegen Freunde spielt, sein Team da vorher sieht. Das kann nicht so schwer sein. Ja, überragend. Ich bin auf jeden Fall noch in der Aufnahme drin. Bis gleich im Spiel. Kism. Der hat sich schon dreimal abgezogen über der Acker, Digga. Ja, das wird jetzt nicht passieren. Größte Disziplin hat der Digga Stein. Ich spiele ohne Foul. Flanken. Warum spielt die ganze Zeit Flanken? Auch das wird sich auch jetzt ändern. Ne? Ihr habt ganz andere Sachen stehen bei mir. Bei euch steht schnelles Tor, geblockte Schüsse. Ja. Ja, wir sind schnell, Digga. Wir sind schnell. Und EA auf unserer Seite. Ach Gott. Ja, Freunde. Gehen wir rein ins Spiel. Meine Devise lautet Überleben. Mein Sturm müsst ihr aufpassen. Also im Sturm könnte vielleicht was gehen bei mir. Warum, wen hast du? Kopfballungeheuer. Oh! Ja, Friede, Bruder! Sydney Friede! Woo! Er ist einfach ein Phänomen! Hat er jetzt ja wieder gegen euch! Und da die Vorlage vom anderen Spitzenstürmer, Lothar Matthäus. Ein studiertes Ding! Warum krieg ich gegen Steini immer ein Eckballtor am Anfang oder eine Flanke? Er hat's noch als Abzeichen. Ja, Digga. Was soll ich denn machen? Sydney Friede! Was soll ich denn machen, Alter? Yes! Ey, wie schlecht war das denn verteidigt? Was macht denn der Verteidiger da? Aber Luka Modric hat irgendwie auch nicht reagiert. Ich hab gedrückt, hab nichts gemacht. Lass mal bitte laufen, lass mal bitte laufen. Was macht mein Verteidiger da? Hier, guck mal, er macht nichts und dann schießt er. Macht der einen Diener? Macht der einen Diener? So, geh vorbei. Das war ein Knick, Digga. Das war höflich. Ja, ja, ist so. Geh durch, Bruder. Geh durch. Er macht nichts. Bruder. Ich komm da nicht hin, ich komm. Da stehen drei fucking Leute, du kommst nicht hin. Er war schon hart verkackt. Ja, er macht da nichts. Halt dein Maul wieder, macht nichts. Marcelo, wir haben gesagt, ja, der kann die Dinger. Mann, Alter. Gib mir doch wenigstens einen verkackten Torwart, ey. Und dann Lothar Matthäus, ey. Aber Lothar kann das. Ja, red dir das nur ein. Halt's Maul. Oh! Lothar! Digga! Warum macht der denn nicht? Dann hätte ich dir geglaubt. Warum nicht auf Lothar, Digga? Scheiß Autokorrektur! Na, der letzte, Digga. Der macht mir ein bisschen Angst hier vorne. Boah. Oh! Das ist so anstrengend zu spielen für mich. Das gibt's überhaupt nicht, ey. Kraus. Hausmeister Krause. Das ist der Brausmann. Ja. So, Modric steht doch eigentlich auf guter Chemie. Schieß doch! Wieso geht der? Guckt sich den Ball an! Komm, Peperena, mach das Ding. Und Abzug. Muss er machen, ja. Wenn ich Hurensohn Hernandez, Alter! Boah! Viermal nur Bullshit gemacht, der Typ, ey! Dreckskarte. Ihr habt ja auch einen Rot, ne? Den wollen wir eigentlich nur für die WL zocken. Jawohl. Ach, da spiel ich nicht hin! Und renn. Ist das ein Mauler dort außen? Jawohl. Ja, sicher. Stark. Ach, Digga, ich spiel den Pass aber nicht da unten hin. Ich spiel diesen scheiß Pass da unten nicht. Contender! Mann, fightest dich so ran, ja, das Spiel fickt dich wie dein Arsch, ey. Akutino spielt sich nicht schlecht, finde ich. Nee, macht er gut. Den ZOM wäre vielleicht echt gut so. Ja. Jawohl. Oh, wow, guckt sich den Ball nur an, ey. Oh! Guckt sich den scheiß Ball nur an, das da, ehrlich. Es geht einfach nichts mehr rein, ne? Ja, Mann! Ich kämpfe. Es ist aussichtslos, aber ich kämpfe. Ist das eigentlich schneller Render bei Donnarumma, dieses Getrabe? Was ist das? Ich hab kein Angebot bekommen. Beim Zurücklaufen, der Friede rennt einfach weg. Der blockt alles. Man of the Match. Safe. Ja, der Mann! Lächerlich. Und der ist jetzt drin. Lächerlich. Mann! Wieder über eine Zeit! Drecksschiedsrichter! Ich werde dich finden. Du schwitzt jetzt ab und so und dann geht dann wieder rein. Steini, wir müssen auch noch was sagen. Wir hatten auch kein Torwart. Steht Veron drin. Och, wow. Ich hab noch gehört, irgendwas mit Benji. Mach den Benji-Move. Aber ich konnte ja nicht schießen. Ja, Junge! Da hätten wir das schon ein bisschen früher schießen können, ne? Ja! Yeah! Viele Situationen, auch jetzt gerade mit dem Lothar oder sowas, ne? Hättest du schon schießen können. Vor allen Dingen, wir haben auch versucht, nie hin und rum zu passen. Ja, da lieber ins Ausgeschossen, weil wir gedacht haben, es fließt noch mehr rund. Ja, aber guck mal meine Offensive, Digga, Matthäus und der Bronze-Fuzzi da. Katastrophe, Alter. Deswegen ging auch das Ding da rein. Der war komplett lost im Tor. Ja. Mann, ey. Gott. Alle 9:3 Spiele. Ich bin zufrieden. Ich hab PHP gefeilt mit der Offensive. Für mich passt das. Hast du schon was im Kopf? Ich bin ready, ihr könnt. Okay, sag ich die erste Sage. Könnt du die erste.
Ich hätte gerne den rechten Innenverteidiger. Ach Digga, ihr bescheißt euch einfach vor Glück, ne? Ihr bescheißt euch einfach vor. Wie geht sowas? Wie geht sowas? Matthäus. Oh! Verstehe das nicht. Oh, es tut mir aber eigentlich weh, wenn Matze Knödler. Dann nehme ich den Torwart. Kimmich, Totti, sinnfrei, Numinis. Okay. Weißt du, warum ich den rechten Innenverteidiger genommen habe? Weil der Mann, der bei uns da hockt, der lacht so schön. Ich habe dich dafür entschieden. Die letzten drei Aufnahmen habe ich immer eine Icon discarded. Die letzten drei fucking Aufnahmen. Was für ein Matze Knödler waren das? Baby? Baby bestimmt, ne? Baby, ja. Ja, das ist gut, was wert das ist, Bruder. Was kostet denn der? Über eine Mille. Starke Pick, Mann. Ich geh mal raus in der Vorweihnachtszeit. Ja, aber jetzt ist wieder Frieden. Ja, ich bin raus, check die Folge morgen bei Teasy ab. Stimmung ist da, würde man sagen. Ja, auch an die Keller, Armin, ne? Frohe Weihnachten mit dem Disc. An die Keller Hawks. Ciao.